Sigma. Sigma. A world of difference. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Martin Krolopp, ich bin Fotograf und heute möchte ich euch ein Objektiv Evergreen vorstellen, nämlich das 70-300 von Sigma. Warum das so ein Objektiv Evergreen ist, das möchte ich euch an folgender Zoom-Simulation zeigen. Schaut einfach mal, welcher Brennweitenbereich da abgedeckt wird. Das 70-300er deckt den meistgenutzten Brennweitenbereich überhaupt in der Fotografie ab, ist also ein perfekter Allrounder. Und wo genau diese Allround-Fähigkeit besonders wichtig ist, das ist natürlich in der Reisefotografie. Alle, die verreisen, die wissen das, man kann nicht kiloweise Equipment mit sich rumschleppen. Da braucht man Universalität, Kompaktheit und wenig Gewicht. Und genau das vereint dieses Objektiv perfekt. Genau diese Vorteile, also Gewicht, Größe und den Brennweitenbereich, das braucht man natürlich auch zum Beispiel in der Natur- oder in der Landschaftsfotografie, wo das Objektiv auch sehr oft eingesetzt wird. Diese ganzen Features, die bekommt ihr schon für unter 200 Euro und dieses resultierende Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist einfach unschlagbar. Mit dabei ist natürlich auch eine ordentliche Lichtstärke, 4 bis 5,6. Wenn ihr mehr haben wollt, dann gibt es das auch von Sigma. Allerdings sieht es dann in der Profiklasse so aus und ist natürlich mit mehr Preis, mehr Gewicht und mehr Glas verbunden, logischerweise. Das Objektiv gibt es auch noch in einer zweiten Version, dann mit der Endung APO, chromatisch APO. Und das ist einfach, um das mal ganz kurz zu fassen, eine technische Erweiterung des Objektivs, um Farbfehler zu vermeiden. Da ist noch eine kleine weitere Linse innen drin im Objektiv. Ist also die optisch etwas wertvollere Version. Allerdings genau die gleichen Vorteile wie beim normalen 70-300 Objektiv. Ein Tipp. Viele Fotografen denken vielleicht bei 70 bis 300 mm Brennweite an irgendwelche weit entfernt liegenden Objekte, irgendwie heranzoomen, heranholen von solchen Objekten. Allerdings hat das Objektiv einen Makromodus. Und dieser Makromodus, den kann ich ganz leicht einschalten. Ich zoome, lege noch einen ganz kleinen Schalter um und bekomme dann bis zu einem Abbildungsmaßstab von 1 zu 2. Das heißt, ich kann ganz kleine Dinge richtig groß auf das Bild bekommen. In Workshops werde ich ganz oft gefragt, wie man innerhalb der Porträtfotografie so schöne Unschärfeverläufe hinbekommt. Natürlich gibt es auch da Spezialobjektive dafür. Allerdings, ein solches Objektiv taugt da wunderbar. Und zwar müsst ihr nur diese 300 mm Brennweite ausnutzen und euer Porträt schön eng beschneiden. Dann bekommt ihr auch mit den 300 oder durch die 300 mm Brennweite euren Unschärfeverlauf. Wichtig ist dabei, dass ihr möglichst offenblendig arbeitet. Es muss nicht Blende 5,6 sein, es kann auch Blende 7,1 oder 8 sein. Das Objektiv passt an alle Sensorgrößen und an alle gängigen Kamerabajonette. Das wäre es von mir. Ich sage Tschüss und wünsche noch einen schönen Tag.